Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die uns da draußen zusehen. Heute geht es um das breite Thema und gute Thema, schöne Thema, Fußbetten in Kinderschuhen. Macht das Sinn? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, euch nachher wiederzusehen. Bis gleich. Hallo, liebe Eltern und hallo, liebe Kinderfußinteressierten Zuschauer. Ich bin Babette, ich arbeite seit über 30 Jahren im Bereich der Kinderschuhe, habe seit gut 14 Jahren ein eigenes Geschäft in Leipzig und widme mich immer mal sehr interessanten Themen, die bei uns im Geschäft beredet, angesprochen werden. Und die wollen wir natürlich hier der breiten Öffentlichkeit ein bisschen mal näher bringen. Was natürlich auch sehr oft bei uns nachgefragt wird, ist das breite Thema, ob denn ein Kinderschuh unbedingt ein Fußbett braucht. Ich habe hier vorne schon mal eine kleine Auswahl unserer Innensohlen von führenden Kinderschuhherstellern hergelegt. Und da auch sieht man schon, die meisten Innensohlen sind flach. Der Barfußschuh oder der Barfußanbieter an sich verzichtet von Haus aus sowieso darauf. Das heißt also, hier hat man wirklich immer flache, ganz ebene Sohlen, die wirklich nur weich abgepolstert sind. Und da ist es auch egal, ob es aus dem Sommerschuh mit dem Lederfutter oder aus den winterlichen Modellen sind, die dann etwas wärmer abgelegt sind, abgefüttert, nochmal eine wärmere Deckschicht mit haben. Ihr seht also, die sind alle richtig schön flach. Großer Hintergrund ist natürlich, der normale Kinderfuß braucht kein Fußbett. Warum? Bis zum dritten Lebensjahr an sich ist der Kinderfuß noch recht mit Babyspeck eingearbeitet, verarbeitet. Er hat ihn einfach noch. Dieser schützt sozusagen diese Muskulatur und bewirkt natürlich auch, dass jetzt der Kinderfuß relativ unempfindlich ist. Das bedeutet auch, er merkt Schmerzen weniger. Deswegen kann ich auch einen Kinderfuß zusammenschieben. Hat auch was damit zu tun, dass natürlich Nervenenden noch nicht richtig verwachsen sind und er dadurch relativ schmerzunempfindlich ist. Aber auch aufgrund dessen macht man das also nicht, dass man dem Kinderfuß jetzt irgendein Stück Unterstützung anbietet, weil die Muskulatur ist ja noch, ich sag mal, recht jungfräulich. Vorher war es bloß monatelang ein Spielzeug für die kleinen Kittys. Ne? Was hat sich da unten was bewegt? Das ist ja toll. Ja, und jetzt muss man sozusagen die Muskulatur aufbauen. Und deswegen ist ja auch der Spruch, Kinder so lange als möglich barfuß laufen lassen, immer noch voll und ganz gültig, wobei barfuß dann auch schon wieder mit Abstrichen gesehen werden sollten. Das heißt also nicht unbedingt barfuß auf der Straße. Ich weiß nicht, wegen der Verletzungsgefahr bin ich da immer kein großer Freund davon. Aber zumindest Schuhe, die das Barfußlaufen ermöglichen oder dem doch sehr nahe kommen. Und das machen ja zum Beispiel die Barfußlieferanten, wenn ich hier bloß mal zwei Vertreter in Vertretung nennen darf, einmal der Philly, einmal der QL, da hat man also wunderbar weiche Schuhe, die den Fuß fördern. Und natürlich, ich sag mal, das ist wie Training für die Füße. Aus diesem Grund verzichtet man eben halt bei Kinderschuhen, hochwertigen Kinderschuhen, auf ein sogenanntes Fußbett. Ein Fußbett macht meistens nur Sinn bei Kindern, die also eine gesundheitliche Beeinträchtigung in den Füßen haben, leichte Deformationen, dann verschreibt der Orthopäde meistens sensomotorische Einlagen. Fußbetten findet man vor allen Dingen, ich sag mal, bei solchen Gesundheitsklocks und Schuhen, da macht es Sinn, weil es dann teilweise auch entlastend wirkt. Ja, also man sieht hier, ich habe einen leichten Zehenspreizer eingearbeitet. Ich habe hier eine differenziertere Fußsohle drinne, die also schon mehr auf das Längs- und Quergewölbe aufgearbeitet ist. Dann gibt es noch die Clocks und Pantoletten mit dem sogenannten Memory-Fußbett. Hier bildet sich sozusagen der Fuß sein eigenes Fußbett, weil ich einen sehr elastischen Hydroschaum unten drunter gelegt habe oder eingearbeitet habe vom Lieferanten aus. Und hier, der gibt praktisch sofort auf Druck, gibt das Material dann wieder nach, geht also in seinen Ursprung wieder zurück. Das heißt, mit jedem Auftritt wird also hier der Fuß sanft stimuliert und bildet sich sozusagen seine eigene Stütze.
Auch das wird im Allgemeinen nur genommen für Kinder, wo man sagt, ich möchte eigentlich zu Hause auf die Einlage verzichten, weil hier habe ich ja doch ein bisschen mehr Unterstützung für den Fuß drinne. Aber ansonsten, wie gesagt, weder beim Hausschuh ist etwas eingearbeitet, noch bei den Straßenschuhen. Dort wird generell auf ein Fußbett verzichtet. Nun schrillen bei manchen Eltern schon die Alarmglocken, wenn Schuhe eine leichte Polsterung haben. Gerade hier im Bereich des Innenristes, also des Längsgewölbes, was dann also hier durch die Innenkante, weil es ja dann auffliegt, etwas hochkommt. Das ist bitteschön alles noch kein Fußbett. Das ist praktisch nur gedacht, damit der Fuß ja eine leichte Bettung bekommt und dass er jetzt auf einer zu glatten Sohle nicht hin und her rutschen würde. Insbesondere bei schmalen Füßen macht das immer einen ganz, ganz großen Sinn, weil die sind ja immer relativ zart, die haben wenig Binde- und Fettgewebe uns insgesamt um den Fuß herum. Und da macht es immer Sinn, damit man den Fuß ein bisschen weich einbettet. Zumal man ja, wenn man hier richtig hinschaut, es ist ja eine Kuhle und wir haben eine halbrunde Ferse. Hier ist also sozusagen die Ferse noch mal ein bisschen weicher gebettet. Das ist sozusagen das einzige etwas, was der Fuß im So kaum wahrnimmt, einen leichten Komfort mit anbietet für den Fuß. Aber ansonsten ist es kein Fußbett. Ich glaube, damit habe ich euch schon wieder einige Fragen beantworten können. Warum, wieso, weshalb, auch selbst wenn es die Oma eigentlich gerne möchte. Aber wie gesagt, in den letzten 25 Jahren hat sich ja einiges weiterentwickelt. Deswegen geht der Trend auch mehr zu den Barfuß, zu den Minimalschuhen. Aber der klassische Kinderschuh hat da natürlich auch noch viel mitzusprechen. Und vor allen Dingen auch die haben ja zum Teil ihre Sohlen schon extrem überarbeitet. Also wir kommen da dem Barfußlaufen schon sehr nah. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen. Es wäre schön, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Ja, die Abonnenten kriegen das ja schon gleich von vornherein in ihren elektronischen Briefkasten geschickt. Und ansonsten würde ich mich freuen, euch auch so wieder mal in loser Reihenfolge hier bei mir zu sehen. Bis dahin!